Moin Moin ihr Landratten, was geht ab? Blackout am Start und willkommen zu einem weiteren Video hier aus Hamburg. Heute mal wieder mit einem ganz neuen Gefährt und zwar mit der Suron oder so heißt das. Das ist ein Elektrobike von dem lieben Madis und wir sind gerade auch live. Das heißt hier läuft der Livestream. Ich packe den mal unten in die Beschreibung, falls ihr dem noch nicht folgt. Schaut da gerne vorbei. Ich werde auf jeden Fall da jetzt aktiver sein. Wir haben jetzt schon 1400 Follower. Hier hageln auch die neuen Follower rein. Schreibt mal alle Hi YouTube, ihr seid gerade im Video und ja, das Ding ist richtig witzig. Ich bin das schon mal in der Garage auf und ab gefahren und ja, ist halt wie gesagt Elektro, ist irgendwie in der gleichen Klasse wie 50 Kubik, also man darf das auf jeden Fall legal fahren. Das Teil ist extrem witzig, jetzt guckt euch das mal an. Ich weiß gar nicht, ob man sich an die normalen Regeln halten muss. Moin. Völlig verwirrt. Ich weiß gar nicht, ob man hier überhaupt fahren darf. Man muss ja mit dem Ding eigentlich auf der Straße fahren. Deswegen wollen wir auch irgendwie, oh Gott. Ja, wie kommen wir denn hier jetzt auf die Straße? So, jetzt guckt euch das an. Zack! Und dann sind wir auf den Streets unterwegs. Ist das geil, das Teil. Ich habe ja auch kleine Spiegelchen, damit ich ein bisschen den Verkehr sehe. Aber wir versuchen jetzt gleich mal ein bisschen hier abzubiegen, weil das ist mir hier alles zu crazy auf der großen Straße direkt. Ja, es ist halt wie so ein Roller, ne? Es ist richtig witzig. Der Sound ist extrem crazy. Es hört sich voll abgefahren an. Aber es hat auch extrem Bums. Also ich finde es irgendwie geiler als ein Roller, oder? Auf geht's hier durch die Streets von Hamburg. In dem Teil ist das geil. Das zieht auch extrem gut. Elektro ist halt geil, ne? Und das Ding wiegt halt nichts. Wir müssen mit dem Teil auf jeden Fall gleich mal versuchen, ein paar Wheelies zu machen. Hello, darkness, my old friend. Ich werde nicht gegrüßt mit dem Teil. Ich hab's versucht. Sehr geil. Ich finde es richtig geil, dass wir jetzt hier den Livestream-Chat am Start haben. Das ist einfach, das macht das Ganze alles ein bisschen interaktiver als jetzt ein pures Rumgefahre jetzt und ein Video drehen über dieses Ding. Vielleicht interessiert euch ja auch was Bestimmtes. Vielleicht wollt ihr was Bestimmtes wissen und dann kann ich euch ein bisschen was erzählen. Oh, ihr SL500 läuft bei ihr. Ich fühle mich auf jeden Fall ein bisschen wie, als würde ich so Fahrrad fahren auf der Straße. Der guckt auch ganz verwirrt. Es ist auf jeden Fall sehr skurril. Weil es, du hast halt hier nichts dran, ne? Das Ding ist, ich bin auf jeden Fall nicht so der Profi, was die Daten angeht. Ich weiß weder, wie viel Leistung die hat. Bei Elektro ist es ja immer sowieso schwierig zu sehen. Noch weiß ich, was die kostet. Aber guck mal, wie das Ding abgeht. Das zieht wieder eins. Ist das nice. Das ist halt zu witzig, oder? Und jetzt steht da rechts schon ein bisschen die Polizei. Aber ich glaube, der hat aber gerade andere Sachen zu tun. Es ist halt witzig, du stehst an der Ampel und hast so das Gefühl, das Teil ist aus, weil du halt nichts hörst, weil es Elektro ist, ne? Wenn du fährst, dann hörst du es dann doch irgendwie ein bisschen. Aber im Stand ist es echt so richtig still. Ist das witzig. Marcel fragt die ganze Zeit, wann kommt der blaue Sünde-Hoodie online? Das dauert noch ein bisschen. Das ist noch ein Prototyp. Der wird auf jeden Fall noch ein bisschen verändert, aber ich finde den auch auf jeden Fall schon richtig geil. Es wird noch ein bisschen dauern. Es werden noch ein paar andere Sachen kommen, aber auch bunte Sachen in der nächsten Zeit. Deswegen abonniert. Zack, da kommen wir noch rüber, gelb. Guckt auf jeden Fall mal bei Sünde-Klo beim Channel vorbei. Auf Instagram. Ich habe sogar Blinker. Die sollte ich vielleicht mal benutzen. Ey, das Teil ist ja nur geil. Wir müssen irgendwo gleich ein paar Wheelies machen damit. Um die 4000 Euro kostet das Ding. Ist ganz schön viel. Aber wenn man sich vorstellt, dass es auch Elektrofahrräder gibt, die dann auch in dem Preissegment sind, ist es natürlich trotzdem ganz in Ordnung. Also es geht. Es ist, also, was macht er denn hier? Es ist schon... Sound ist aber eigentlich ganz gut. Es ist schon teuer, aber Elektro ist halt alles noch sehr neu. Es hat halt alles so seinen Preis und deswegen kann man das noch verstehen, warum das so viel kostet, ne? Es ist halt echt krass, wie die Leute einen angucken, ne? Man wird hier so angeäugt. Ich weiß gar nicht, wo wir hier jetzt sind. Haben wir uns schon wieder ein bisschen verfahren. Wie ist das hier wie bei einem richtigen Roller? Also ist links oder rechts die Vorderbremse? Rechts ist vorne, links ist hinten. Wir haben quasi so eine Left-Hand-Brake. Das Coole ist halt, gegenüber einem anderen Elektroteil, ihr seht das schon, man hat kein Daumengas, sondern man hat wirklich einen Gasgriff. Und was den Halt natürlich auch noch cool ausmacht, sind die Fußrasten. Man hat hier richtige Enduro-Fußrasten. Das ist richtig geil, da hast du einen guten Halt. Aber sonst ist es halt, guckt euch das an, es ist wie ein Fahrrad aufgebaut.
Ne? Sehr klein, sehr winzig mit diesen geilen Blinkern. Das ist absurd, dass das alles legal ist, aber es ist richtig geil. Diese Kellermann, die habe ich auch als meiner SMCR. Er findet es auch witzig. Die Leute, die finden das Bike schon witzig. Ich glaube, viele wissen nicht so richtig, wie sie das Ding einschätzen sollen. Dann machen wir mal hier einen richtigen Fahrrad-Move. Die Leute wissen auch gar nicht, was hier angeht. Guckt euch das mal an hier. Hier sind wir vor den Kunsthallen, oder beziehungsweise Haus der Fotografie an den Deichtorhallen. Und hier müssen wir jetzt mal versuchen, ein bisschen zu wheelen. Gehört das Moped Kevin? Nee, das ist Madis Teil. Wollen wir mal versuchen, ein bisschen Wheelie zu machen. Bisschen Wheelie-Action. Hoffentlich packe ich mich jetzt nicht direkt on-stream. Das wäre richtig. Es ist halt komisch, dass ich hier keine Fußbremse habe. Ne? Dann ist es schon vom Gefühl her. Irgendwie, das Problem ist auch, dass irgendwie so das Bremskabel leider einen Wackelkontakt hat und deswegen nimmt der Gas nicht immer an. Perfekt. Ne? Stoppie machen wir hier nicht. Wow. So. Jetzt hier auf dem Streifen. Jetzt gehen wir im Kennzeichen schleifen. Ja. Direkt. Ah, das Problem ist, ich habe gerade gemerkt, ich bin runtergekippt, weil ich gebremst habe. Wenn du bremst und Gas gibst, dann nimmt das Gas weg, glaube ich. Dann irgendwie nimmt er das Gas weg, wenn ich die Hinterradbremse mache, was ein bisschen schade ist, weil so kann ich dann nicht hinterm Kipppunkt fahren. Sobald ich ein bisschen die Bremse berühre, kippe ich ein bisschen um. Ach, mein Gott, das war richtig low, Alter. Wie schnell fährt das? Ja, eigentlich 45, aber bei Elektro ist ja immer so ein bisschen eine Abweichung, glaube ich. So, wollen wir noch mal probieren? Ah, das ist halt, es räudig. Kann man das irgendwie umstellen, dass der Gas wegnimmt? Guck mal, wenn ich Bremse drücke und jetzt Gas gebe, passiert nichts. Wenn ich die Bremse loslasse, dann schießt das Ding los. Was natürlich für Wheelies ein bisschen schwierig ist. Ja, aber du musst im Grunde du kannst es ja so im Stand einfach mal richtig hochziehen und du hast ja die Bremse die ganze Zeit in der Hand. Also ja, ich muss mal kurz abhauen, die Polizei verfolgt mich jetzt. Ja, das geht aber gut ab, ne? Oder? Finde ich auch. Aber von alleine kommt er, den muss man ein bisschen nachhelfen. Ja, genau, so ein bisschen muss man deswegen trainieren. Ja, super, aber ich wünsche noch einen schönen Tag, ne? Ja, ebenfalls. Viel Spaß dabei. Ne? Danke, danke. Kein Testgelände hier. Ist kein Testgelände? Nein. Ja, aber ich störe doch keinen, ist doch nur mit Elektro hier. Das ist Privatgelände, öffentliches Privatgrundstück. Ja. Und hier gehen Leute über den Gang. Wir gestatten hier eigentlich gar keine Motorisierung. Sie haben sogar ein Kennzeichen. Hier darf nicht mal einer mit Kennzeichen fahren. Nur Fahrrad. Das ist Fahrrad sozusagen mit Kennzeichen. Das ist ja nur Elektro. Genau. Aber ja, ich will ja niemanden stören. Hier war ja jetzt niemand. Aber ich wollte jetzt sowieso sonst da weiter. Oben gerne, irgendwie weiter, aber nicht hier. Ja, hier auf dem Platz hat es so gut funktioniert. Weißt du? Okay, ich wollte ein bisschen rumprobieren. Aber alles gut. Oben oder so. Oder? Ich wollte jetzt sowieso in die Richtung weiterfahren. Ja, okay. Da ist eine Rampe. Ja, danke für den Tipp. Schönen Tag wünsche ich noch, ne? So, passt doch. Ich wollte sowieso gut gerade fahren. So, eigentlich ist ja hier so, guck mal, hier kann man ja boom, auf die Treppenstufen runter. Seht ihr, Leute, wenn man einfach ein bisschen nett zu den Menschen ist, dann sind sie auch nett zu einem. Aber stimmt natürlich, eigentlich nur ein Kennzeichen. Ich fahre halt wie mit dem Fahrrad gerade. Ich muss ja eigentlich auf der Straße fahren. Ich mache das ja alles hier völlig falsch. So, jetzt machen wir mal Beschleunigung. Und let's go! Boah! Junge, das geht richtig ab. Das geht richtig ab. Vom Gefühl her. Vom Gefühl her besser als jeder Roller. Boah! Nice! Das ist ja richtig geil! Was habe ich denn jetzt gefunden? Ich fahre jetzt über diese Rampe hier rüber. Boah, krass. Das ist ja richtig nice. Ich habe irgendwie Bock, da rüber zu springen, aber ich habe auch ein bisschen Angst. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich mich komplett packe. Ich muss hier noch mal ein bisschen probieren. Das ist schon viel höher, ne? Aber vom Sprunglevel kann man das doch eigentlich relativ easy machen, oder? Packst das, mach. Okay, Leute, seid ihr bereit? Oh, es ist schon irgendwie hoch. Oh Gott!
geil! Das war nice! Das war richtig geil! Das machen wir nochmal. Das ist ja todeswitzig mit dem Ding. Das ist ja todeswitzig. Ich hoffe, mein Handy fällt nicht ab. Nice. Das war richtig Bock. Aber es knackt immer so ein bisschen. Ich hoffe nicht, dass das Handy irgendwie abfällt. Da habe ich am meisten Sorge vor. Lego. Komm, nochmal. Ja, hier kann man richtig Offroad und so fahren mit dem Ding. Ich habe ja sowieso Stollenräder. Die sind nur nice. So, jetzt hier wieder hoch. Das ist geil. Das Ding macht ja nur Laune. Hier runter in die Baustelle. Oh, da vorne ist die Polizei. Vielleicht fahren wir doch nicht in die Baustelle rein. Oder fahren wir gerade in die Baustelle rein, weil da die Polizei ist. Oh, da oben ist die Polizei. Ja, wir fahren jetzt hier in der Baustelle rum. Ich fahre auf jeden Fall nicht durch die Pfützen, sonst regt mich Mattis bestimmt auf. Dann kriege ich gleich wieder den Anruf von ihm, dass ich hier sein Bike dreckig mache. Aber es fühlt sich so ein bisschen an wie so ein viel zu leichte Enduro. Also vom Gefühl her macht das richtig Bock. Ich weiß auch nicht, in was für einem geilen Spielparadies ich gerade hier gelandet bin. So, und jetzt machen wir da Enduro-Weg, machen wir hoch. Das kriege ich doch hin, oder? Ich habe keine Traktion mehr. Ich bin zu dick. Lächerlich, lächerlich schlecht. Leute, da habt ihr nicht hingeguckt. Ich will das Ding jetzt auch wirklich nicht beschädigen oder so. Das ist geil, man kann einfach kreuz und quer feld einfahren. Was ist das denn? Groß ist das so ein fucking Elch, man kann es nicht sehen. Oh, hoffentlich, Handy bleibt fest. Handy bleibt dran. Geil, beste Handyhalterung EU-West. Hier, Black, auch das GTA Hamburg. So sieht's aus, GTA Hamburg, und da vorne kommt die Polizei. Kommt direkt straight auf mich zu. Guck nicht mal hin. Wie, der Ton ist mies, Digga. Was für mies. Der Ton ist perfekt. Das soll es mit dem Video auf jeden Fall schon mal gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand es mega geil, mit dem Live-Chat den hier zu integrieren. Und ich werde das auf jeden Fall auch versuchen, öfter zu machen. Ihr seht es jetzt schon. Jetzt haben wir wahrscheinlich wieder, wenn ich es richtig eingestellt habe, Superview. Das hatten wir vorher nicht. Beim Livestream geht das leider nicht. Ich hoffe, die Sicht war trotzdem angenehm. Das war jetzt mal ein Test. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das fandet. Folgt auf jeden Fall meinem Twitch-Kanal auf Ehre. Der ist unten verlinkt. Und ja, mehr gibt es auf dem Wege nicht zu sagen. Wenn euch das Video gefallen hat, wäre ein Däumchen wie mein Träumchen. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Macht's gut. Peace und haut rein in den Antratten. Pa, pa, pa.